Dieses Video wird dir präsentiert von helden.de, deinem zuverlässigen Partner für Fahrrad- und E-Bike-Versicherungen. Mit dem Heldencode aus der Videobeschreibung sparst du zusätzlich noch den ersten Monatsbeitrag und unterstützt dadurch diesen Kanal Fahrradstadt Hamburg. Also irgendwie sollten Sie den Führerschein abgeben, wenn Sie es nicht können. Oder Sie sollten nochmal in die Fahrschule gehen. Und damit moin und willkommen zur 127. Ausgabe hier auf diesem Kanal. Diese Straße kennen wir schon aus vielen, vielen Videos vor langer, langer Zeit. Hier bin ich früher oft lang gefahren. Aktuell mache ich das eher seltener, weil, naja, die Veloroute 7 schwierig ist. Und warum ich hier selten lang fahre, sieht man genau wieder. Immer wenn man hier lang fährt, sind die meisten nicht geduldig genug und müssen unbedingt immer über durchgezogene Linien oder über die Busspur überholen, weil sie nicht in der Lage sind, einfach mal hinter Radfahrenden herzufahren, wenn diese regulär auf der Fahrbahn unterwegs sind. Jetzt wird die Ampel da vorne rot. Aber natürlich, klar, das muss unbedingt sein. Man schafft es nicht mal mehr, sich wieder vernünftig einzugliedern, weil man der Meinung ist, so kurz vor der Ampel noch überholen zu müssen. Und während wir darauf warten, dass die Ampel gleich wieder grün wird, noch ein Hinweis zum Ende des Videos. Da werde ich nochmal etwas kurz erzählen, was ich letzten Sonntag gemacht habe und ob da Interesse besteht, dass man das eventuell auch in öffentlicher Runde wiederholt hin und wieder mal, aber dazu am Ende des Videos mehr. Wir folgen jetzt der Veloroute 7 hier weiter, biegen hier links ab. Übrigens der uns eben so eng überholt hat, vor der Ampel fährt jetzt brav hinter uns her. Ja, auch diese Straße ist Teil einer Veloroute. Was für Situationen aufkommen, wenn hier wie jetzt Gegenverkehr kommt. Ich werde jetzt langsamer, warte, dass er da einscheren kann. Aber hey, warum sollte man das auch tun? So eine Situation als Veloroute zu bezeichnen, finde ich ehrlich gesagt schwierig. Hier fahren wir jetzt in die Fahrradstraße rein. Wir sehen hier rechts das Schild für die Fahrradstraße. Natürlich, wie immer üblich, mit Kfz frei. Dann ist es auch keine wirkliche Fahrradstraße mehr. Dann ist es einfach nur Kosmetik in den meisten Fällen. Und da sieht man hier auch überall immer noch parkende Fahrzeuge am Rand. Ist natürlich für Fahrradstraßen schwierig. Und auch hier Einfahrt ist jetzt in unsere Richtung erlaubt. Dort ist jetzt Platz zum Einscheren. Aber hey, warum nicht einfach stur geradeaus weiterfahren, wenn man das Hindernis auf seiner eigenen Seite hat? Was war das hier nochmal? Fahrradstraße und Veloroute? Ja, viel merkt man davon leider nicht. Auch hier sind wir auf der gleichen Veloroute unterwegs, ein Stückchen weiter stadtauswärts. Und was macht man, wenn man auf eine Kreuzung zufährt und man sieht am anderen Ende der Kreuzung, staut sich der Verkehr? Hält man dann an der regulären Haltelinie an oder fährt man einfach in den Kreuzungsbereich rein? Alle Leute, die hier in den Autos sitzen, müssten das ja eigentlich in der Fahrschule gelernt haben, oder? Ja, entweder haben sie nicht aufgepasst oder ihnen ist es egal. Naja. Das Schöne ist ja, ich habe jetzt grün, ich kann wunderbar durchfahren, denn ich passe da perfekt durch. Tja, die Autos müssen halt bei sich an der Wartelinie halten und warten. Oder sie fahren auch noch in den Kreuzungsbereich rein, dann ist natürlich alles dicht. Ach, was ist das schön, ein schmales Fahrrad zu haben. Was bedeutet eine durchgezogene Linie? Dass ich dort nicht drüber fahre und dann muss ich halt warten, wenn vor mir ein Auto ist, was abbiegen möchte, bis wieder frei ist. Was ich nicht machen kann, ist, ohne zu gucken, einfach über die durchgezogene Linie auf den Radweg fahren. Denn dann kann es passieren, dass man jemanden umfährt. Und dann heißt es wieder, er wurde übersehen. So, wir wägen jetzt hier links ab. Und wollen hier geradeaus fahren. Und huch! Was haben wir denn hier wieder?
tausend Fragen. Ich komme nicht drauf. Warum hört der Fahrradweg einfach hier auf? Und jetzt hat man natürlich verschiedene Möglichkeiten. Entweder man hält sich relativ weit rechts und lädt dadurch Autofahrende ein, einen eng zu überholen. Oder man nutzt den gerichtlich festgelegten Abstand zum Bordstein aus und hält Abstand und wird dadurch nicht zu eng überholt, weil Autofahrende dann in den ganz normalen Überholmodus geraten. Die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt über eng überholt wird, der ist um einiges geringer. Wir schauen uns das Ganze hier nochmal ein paar Autos lang an. Ich fahre vergleichsweise mittig, halte den gerichtlich festgelegten Abstand zum Fahrbahnrand ein und viele sind dann in der Lage, wirklich den Fahrstreifen auch zu wechseln, weil sie dann in den ganz normalen Überholmodus geraten. Wenn sie an Radfahrenden vorbeifahren, die eng am Fahrbahnrand fahren, dann ist man eher dazu geneigt, auch zu eng zu überholen, weil man dann nicht in den Überholmodus gerät. Und deswegen empfehle ich Radfahrenden immer, haltet ausreichend Abstand zum Fahrbahnrand. Das ist auch nicht provokatives in der Mitte fahren. Es ist auch kein Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot. Denn mehrere Gerichte haben mittlerweile festgestellt, dass zum Fahrbahnrand, wenn kein Fahrzeug dort am Rand parkt, 60 bis 80 Zentimeter Abstand gehalten werden müssen, wenn man im Falle eines Unfalles auf die Fahrbahn tretende Fußverkehr oder ähnliches keine Teilschuld bekommen möchte. 60 bis 80 Zentimeter zum Fahrbahnrand, wenn kein Fahrzeug am Fahrbahnrand steht, 80 bis 100 Zentimeter, wenn dort ein Fahrzeug am Fahrbahnrand steht, nämlich wegen der sogenannten Doring-Gefahr. Von daher nutzt das aus, nimmt den Abstand wahr, bringt Autofahrende dazu, in den Überholmodus zu geraten, dann ist das Risiko, zu eng zu überholt werden, auf jeden Fall geringer, als wenn man zu eng am Fahrbahnrand fährt. Was natürlich nicht heißt, dass es trotzdem Leute gibt, die dann zu eng überholen, aber die Wahrscheinlichkeit wird einfach geringer. Hier sind wir wieder auf einem der Hamburger Luxusradwege unterwegs und weil es ja gerade so schön ist. 1000 Fragen, ich komme nicht drauf. Warum hört der Fahrradweg einfach hier auf? Auch hier haben wir wieder den Zustand, dass in dieser Straße, auf dieser Fahrbahn, das Überholen faktisch verboten ist, da der Überholabstand von 1,50 Meter hier nicht eingehalten werden kann. Und da das nicht der Fall ist, darf auch nicht überholt werden. Was natürlich nicht heißt, dass alle sich auch daran halten. Denn dann müsste man zuerst wissen, dass das so ist. Und wenn man weiß, dass es so ist, muss man es natürlich auch noch befolgen. Und wie man hier am Ende der Fahrradumleitung wieder auf den Radweg zurückkommen soll, keine Ahnung. Also ich bin ja immer dafür, Einbahnstraßen auch so gut es geht für den Radverkehr in Gegenrichtung freizugeben. Wenn ich dies aber tue, so wie in diesem Fall hier, dann muss ich natürlich auch Sorge dafür tragen, dass der Radverkehr, der in Gegenrichtung fährt, zumindest sicher dort durchkommt. Das heißt also, wenn wie hier einseitig beparkt ist, muss es zumindest, wenn man dies so zulassen möchte, es regelmäßig Ausweichbuchten geben, in denen man als Radverkehr auch reinfahren kann. Wenn hier jetzt über die gesamte Einbahnstraße durchgängig geparkt wird, dann wird es natürlich schwierig bei entgegenkommendem Fahrzeugverkehr. Auch da plädiere ich immer an die entsprechenden Behörden, nicht aktionistisch einfach nur ein Schild rantackern, sondern die Infrastruktur auch so darstellen, dass man es auch sicher nutzen kann. Von den Gehwegparkern, die wir hier auf der linken Seite sehen, mal ganz ab.
Dazu gebe ich jetzt keinen Kommentar ab. Aber ich muss ja sagen, ich hätte es ja schon gerne gesehen, wenn der Fahrer oder die Fahrerin so ein paar von diesen Barken mal mitgenommen hätte. Es wäre auf jeden Fall amüsant geworden. Also entweder geht die Fahrradumleitung nach links rum oder geradeaus weiter. Beides ist schwierig. Warum schafft man es nicht, wenn es hier zwei verschiedene Umleitungen gibt, diese, so wie es vorgeschrieben ist, auch einfach mal durchzunummerieren, damit man weiß, wo ich jetzt hin will, wo muss ich lang? Nennt man das noch Überholzwang oder ist das schon vorsätzliche Gefährdung? Meine Meinung dazu ist, und das mag man jetzt als radikal bezeichnen, wer sich so verhält, wer so eng überholt und bewusst Radfahrende gefährdet, obwohl der Person klar sein muss, dass es, wenn man sich so verhält, es zu Verletzungen oder auch dem Tod kommen kann, dann sollte dieser Person der Führerschein abgenommen werden. Denn wer sich so schon einem Radfahrer oder einer Radfahrerin gegenüber verhält, in so einer Situation, wo eigentlich überhaupt gar kein Problem herrscht, da möchte ich nicht wissen, wie diese Person sich in anderen Situationen verhält, wenn es dann eventuell um andere Personen geht. Deswegen, wer sich so verhält, hat im Straßenverkehr überhaupt nichts verloren und sollte den Führerschein auf jeden Fall abgenommen bekommen. Mag man jetzt als radikal bezeichnen, aber ich möchte dann doch sicher unterwegs sein und wissen, dass Menschen, die sich so rücksichtslos verhalten, nicht am Straßenverkehr teilnehmen. So, und wie am Anfang des Videos angekündigt, hier noch ein kurzes anderes Thema, während hier im Hintergrund noch Bilder von einer Critical Mass aus Hamburg aus dem Jahre 2019 gezeigt werden. Und zwar letzten Sonntag. Da hatte ich eine Aktion zusammen mit der SPD Hamburg, beziehungsweise ich wurde eingeladen von den Jusos Hamburg aus Hamburg-Felde. Und zwar haben wir gemeinsam eine Fahrradtour gemacht, zweieinhalb Stunden, und haben uns Infrastruktur in und um Hamm und Borgfelde angeschaut in Hamburg und haben gemeinsam diskutiert darüber, warum ist das schlecht, was ist gut, was kann man besser machen, wo sind die Problematiken innerhalb der Politik und der Behörden. Und das war relativ interessant, auch die Meinung der anderen Leute zu hören. Und von daher bin ich jetzt auch schon über Twitter und über E-Mail schon von anderen Leuten angeschrieben worden und die auch Interesse hätten, sowas mal abseits von Politik und so weiter zu machen. Und von daher einfach mal die Frage, das könnt ihr ja einfach mal unten in die Kommentare schreiben, ob Interesse daran bestehen würde, dass man in Hamburg, da wo ich mich halt auch auskenne, gemeinsame Fahrradtouren mal unternimmt, wo alle dran teilnehmen können. Natürlich werden es hauptsächlich die sein, die aus Hamburg hier folgen. Und dann gucken wir uns mal verschiedenste Ecken an. Mal machen wir eine Tour durch Wandsbek, mal machen wir eine Tour durch Harburg, mal können wir auch eine Tour durch Altona, Eppendorf, Poppenbüttel oder ähnliches machen und schauen uns da verschiedenste Punkte der Infrastruktur an und besprechen, was da die Problematiken bestehen. Falls das Interesse sein sollte, gerne in die Kommentare schreiben oder schreibt mir auch eine E-Mail oder schreibt mir eine Nachricht über Twitter oder ähnliches und dann gucken wir mal, wenn da genügend Interesse besteht, dass man das vielleicht ein paar Mal im Jahr mal plant und macht. Vielleicht nicht im tiefsten Winter, muss man mal dann gucken, aber auf jeden Fall ist bestimmt sehr interessant, sowas mal zu machen in der Gruppe. Auch da die Meinungen von verschiedenen Leuten sich mal anzuhören, nicht nur meine Meinung, sondern einfach auch mal von anderen Menschen, die auch diese Infrastruktur täglich benutzen oder regelmäßig benutzen, wie die Infrastruktur, die vor Ort da ist, wahrnehmen, und dann kann man sich austauschen. Ich finde, das ist auch eine sehr bereichernde Diskussion, die dann entstehen kann, weil man auch sozusagen Infrastruktur aus anderen Blickwinkeln wahrnimmt oder auch Infrastruktur kennenlernt, die man selber noch gar nicht kannte, und da eventuell noch mal ein bisschen Wissen mitzunehmen und Erfahrungen zu sammeln und einfach sie auch auszutauschen. Ich glaube, das könnte relativ interessant sein. Von daher, wenn Interesse besteht, lass es mich wissen. Wenn kein Interesse besteht, lass es mich auch wissen. Und dann gucken wir mal, ob wir das nicht vielleicht einfach mal ein paar Mal im Jahr dazwischen schieben. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann nächste Woche wieder mit einem neuen Video. Bis dann, ciao, ciao.
We'll be right back.